Liebe Leute, hier ist euer Ragnar. Herzlich willkommen zurück zu Haus Flipper 2. Ihr seht es, wir sind immer noch an der gleichen Stelle. Ich mache hier einfach weiter. Folge wird diesmal ein bisschen kürzer sein. Frau hat mich gerade mit Kaffee nach oben gelockt oder hat es versucht. Ich habe gesagt, nein, eine Folge muss ich noch. Deswegen aber mal schauen, wie lange ich das jetzt hier noch aushalte. Weil Kaffee und Kuchen habe ich halt schon sehr Bock, muss ich gestehen. Aber eine Folge machen wir noch. So, wir haben gesagt, wir machen das Streamingzimmer. Es soll mein Zimmer werden, deswegen werden wir das ähnlich wie das Schlafzimmer gestalten. So, wir fangen mal an mit dem Boden. Was haben wir denn hier drinnen? Ja, wobei, also hier müssen wir ausbessern. Ich finde den Boden jetzt gar nicht so schier. Wobei, ein helleres Parkett wäre mir eigentlich lieber. Was habe ich denn hier? Ne, hier, das ist kein Vergleich, ich sitze hier im Keller. Das ist mir vielleicht zu hell, aber ich... Oder so. Ja. Doch. Gefällt mir schon mal. Gefällt mir schon mal. Yo, I like. Dann brauchen wir was für die Wand. Lila ist zu krass, glaube ich. Also ich hätte gerne... Tja, wo kommt denn der Computer hin? Das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und wir nehmen mal so ein Pink. Aber mal gucken. Ich hab einen Plan, ob das funktioniert. So, dann würde ich aber gerne hier zumauern. Ich hätte hier gerne eine Wand quasi. Hier soll dann der Computer rankommen. Aha, wenn man mit der Maus da gescheit hinfährt, geht es schneller. Das ist interessant. Okay. Dann machen wir trotzdem hier auch noch schnell. Zack. Ne. So. Super. So, wir haben den Vorteil bekommen. Bauen hier. Zack. Baustein ist jetzt noch günstiger. Ziegelsteine sind nicht ausgenommen. Okay. Ist günstiger. So. Dann malern. Zack. So, okay. Ganz rauf. Ey. Runter. Ja, ich glaube, so kleine Dinger hier machen ist, glaube ich, besser. So, okay, das war's schon. Mehr braucht man nicht. Ja, und jetzt wird's hart für mich. Jetzt wird's hart für mich. So, jetzt wird's hart für mich. Das wird jetzt dauern, Leute. Das wird jetzt dauern. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe sowas noch nie gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3, 4, 5. Machen wir mal 6. Ich glaube, das ist zu klein. Nee, das müssen wir anders machen. Machen wir andersrum. Ich bin ja auch doof. Ich fange von innen nach außen an. Ja, pass auf. Fünf. Ja, was ist das jetzt ein... Jetzt erkennt man D, oder? Okay.
Jetzt erkennt man den D. Also ihr wisst jetzt, worauf das hinauslaufen soll. Mein eigenes Logo anschauen. Also man könnte das jetzt vielleicht noch ein bisschen größer machen. Das ist vielleicht besser. Ja, komm. So schlecht ist es nicht, oder? Hallo, für meine unkreative Ader ist es doch ein Meisterwerk. Ich überlege nur gerade, ob das nicht vielleicht sogar noch besser ausschauen würde. So. Also das D ein bisschen deutlicher machen. Jetzt hätte ich mich fast vermalt. So, wie hat es jetzt besser ausgesehen? Schlanker, oder? Ja, ich glaube, schlanker ist besser. Ich glaube, schlanker ist besser. Aber ich versuche mir hier Mühe zu geben. Ich hoffe, das wird wertgeschätzt. So, so und dann. So. Da. Okay. Ja, nur die Strahlen. Da traue ich mich jetzt nicht so ganz ran. Ich glaube, wir lassen es jetzt erstmal so. Die Farbe ist. Die Frage ist jetzt nur. Und das tun wir auch weg. Wie streichen wir den Rest? Ne, das ist zu dunkel. Das ist definitiv zu dunkel. Ja, pink ist zu krass. Wir schauen einfach mal drüber, aber pink ist zu krass, glaube ich, ja. Also ich liebe ja schwarz-pink, deswegen, das ist für mich die geilste Kombi ever. Aber das ist, ich glaube, das geht nicht. Wir könnten nämlich so. Aber das ist zu viel Pink hier. Das ist zu viel Pink hier. Komm, wir machen es jetzt mal schnell fertig. Aber ich mag, wie gesagt, die Kombi, aber das ist mir zu viel. Komm. Nee. Nee, das mag ich nicht. Was wir machen können, ist die Wand hier hinten pink. Das ist jetzt für mich nicht ganz so schlimm. Die Frage ist nur. Aber ansonsten schwarz, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, halt auch zu krass schwarz dann, oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ein komplett schwarzes Zimmer haben wollen würde. Ich habe es aber auch noch nicht ausprobiert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Schauen wir einfach mal. Hat da vorne noch irgendwas geschrieben? Nein. Die ärgert sich wahrscheinlich gerade. Und hier nochmal pink oder ist es zu viel? Oder warte mal, wir probieren es mal ganz anders. Jetzt werde ich ja total verrückt kreativ.
Pass mal auf hier. Und dann hier oben komme ich nicht ran. Aber jetzt habe ich den Balken echt angemalt oder was? Komme ich jetzt echt nicht ran? Komme ich jetzt darauf? Ja, aber das kann ich ja nicht hier reinstellen. So, dann machen wir nur hier innen so einen Strich rüber. Heißt aber, das hier oben auch wieder pink. Und da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen schwarz machen. Und dann zwar ab hier quasi. Nicht nach unten. Das ist schlecht. Also eine Reihe haben wir jetzt vergessen. Das ist okay. So. Haben wir auch einen vergessen oder zwei Punkte vergessen? So. Also doch. Das muss ich sagen, gefällt mir. Ich meine, da werde ich ziemlich alleine dastehen mit dem gefällt mir. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Ich mag die Kombi halt einfach. Und da es mein Zimmer ist, muss es mir gefallen. Ich glaube, jeder weiß, dass ich andere Gedankengänge habe teilweise. Ich sage mir nur Klamotten und sowas. Das Individuelle eines Menschen. Die Jacke, die ich heute anhabe, hier von Gap, von der Farbe, merkt man auch nicht, dass das eine Frauenjacke ist. Also von dem her, scheiß auf sowas. Oder steh dazu. So eher. So. Die Dragner-Farben sind drinnen. Geilo. Boah, komm. Geilo. Ja, okay, das Dach passt nicht ganz dazu. Da könnten wir schauen, ob uns da noch was Besseres einfällt. Oder machen wir das Dach einfach so wie den Boden. Jetzt habe ich es gerade verkauft, aber ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. Kann ich nicht. Oh nein. Das gibt's ja nicht. Also Dach kann ich nicht ändern. Das ist schade. Gut, dann halt nicht. Dann lassen wir das so. Stil kann ich nicht ändern. Aber halt nur das ganze Dach, gell? Na gut, dann lassen wir das Dach mal komplett ändern, will ich es jetzt doch nicht. So, dann brauchen wir natürlich noch eine Türe drinnen. Aber Türe machen wir uns leicht. Wir kopieren direkt den Stil.
So. Und dann müssen wir das Ganze natürlich einräumen. Schreibtisch. Wir brauchen einen geilen Tisch. Also sowas fände ich ja dann schon eigentlich relativ cool. So mittendrinnen. Nee, das ist... Nee. Nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Nee. Ah, ich und die Steuerung, hey. So, so. Kann ich da die Seiten vertauschen, ist die Frage. Ja, kann ich. Kann ich bestimmt. So. Ist natürlich doof, dass das nicht ganz mittig ist, aber ja, irgendwie gefällt es mir auch nicht so ganz. Nee. Weg damit. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir schon mal gar nicht. Dann... Der schaut halt so popelig irgendwie aus. Er kostet 4.300, aber... Nee, will ich auf gar keinen Fall. Dann eher vielleicht sowas hier. Oder? Das wird doch bestimmt gehen, oder? Pass mal auf. Zack, wir wollen das zweimal haben. Und einmal gehen wir jetzt her, Stil ändern und drehen das um. Jawohl. Jawohl. Und passt genau. Passt genau rein, wollte ich sagen. Jawohl. Okay, ist ein bisschen doof mit in der Mitte sitzen. Ja, wobei, eigentlich ist es nicht so doof. Okay, kann man hier den Stil kann man bestimmt noch ein bisschen geiler machen. So dass der hier cooler reinpasst. So zum Beispiel. Tja, dann wollen wir natürlich einen geilen Stuhl. Muss natürlich ein Zockersessel sein, ist ja klar. Ja, schwarz-pink. Wie meiner habe ich hier leider nicht. Aber das Pink seht ihr eh nicht. Das seht ihr eh nicht. Zu unauffällig dafür. So, Elektronik. Wir brauchen natürlich okay, es gibt nur einen Computer, also nehmen wir einen Computer. Okay, meiner ist einfach nur schwarz und leuchtet halt dann wie verrückt. Aber komm, wir sind immer ein bisschen zumindest hier so schwarz-rot, komm. Tun wir mal hier. So hin. Ich habe ihn bei mir tatsächlich auch recht stehen. Dann brauchen wir hier Monitore. Ich mag immer ganz gerne so Silber irgendwie. Ja, so. Wie habe ich meine hier? Der ist schwarz, der vor mir ist Silber und der rechts ist auch Silber. Okay. So. So. Und so.
Mal schauen, kann man da noch was ändern? Nein. Also Farbe, ja, okay, aber ich meinte zum Beispiel hochkant oder so, weil meinen rechten hier, den habe ich hochkant, also bei mir rechts hochkant. Okay. Dann natürlich Mäuslein, das ist ja logisch. Dann brauchen wir Tastatur. Dann brauchen wir noch ein Headset in einer anderen Farbe, bitte. Nee, aber auch nicht so. Was ist der für Headsets, hä? Dann lieber noch so. Ah, hier haben wir noch. Hier, oh Gott. Die schauen genauso kacke aus. Aber die haben wenigstens ein Gaming-Format. Nicht so runde Dinger hier. So, ein Mikrofon brauchen wir noch. Wieso ist das hier nicht? Mikrofon. Okay, da haben wir nur so eins. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber egal. Nehmen wir einfach. Was haben wir hier noch so? Farbe können wir ändern. Fertig. Das muss man sich halt dann immer hinbiegen. Ist jetzt auch nicht so das Problem. So, was haben wir noch? Kamera. Okay, da gibt es eine Webcam oder so, gibt es natürlich nicht. Aber wir haben hier trotzdem hier noch. Warte. Ne, geht nicht. Wir haben hier natürlich noch so eine Webcam stehen oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist ja schon mal was. Und dann. Und dann hätte ich gerne nochmal einen Schreibtisch. Dann nehmen wir jetzt so einen. Also eigentlich hätten wir hier noch den Greenscreen quasi stehen. Und dann duplizieren wir den hier. Den hier. Na, warte, dann machen wir Computer. Gibt's nicht. Okay, dann Laptop. So. Da arbeiten wir jetzt nur mit dem Laptop. Aber Kabel und so. Monitor, warte mal, machen wir schnell. Laptop so, Monitor so. Tastatur. Und Maus. Achso, und ein Headset natürlich, falls jemand anruft oder sowas, wir mit telefonieren müssen. So. Habe ja tatsächlich hier auch zwei Arbeitsplätze, also einen oben im Zimmer noch und einen ja hier unten im Studio. Normal hier noch Greenscreen rein oder sowas. Den gibt es aber nicht, oder? Wandtisch Green. Ja. Und Vorhang gibt es halt auch nicht. Aber okay. Ich würde sagen, das passt soweit. Gefällt mir. Da haben wir einen Fehler haben wir drin. Einen einzigen Fehler haben wir drin. Oh, ist das schwer hier. So. Fehler ausgebessert. Ich mag mein Zimmer. Könnt mich dafür flamen. Ist mir egal. Halt. Nein, wir brauchen ja noch. Wir brauchen noch Licht. Projektor gibt's. Handy. Also es gibt ja schon noch mehr hier. Aber nichts, was wir jetzt hier so direkt brauchen. Wir können das Handy noch hier hinlegen. Liegt bei mir ja auch immer hier rum. Okay, nee, Licht hätte ich gerne. Ein Lämpchen. Wo ist denn jetzt die Lampe? Und hier nehmen wir so Spots nehmen wir hier so.
Okay, das passt jetzt nicht so ganz. Machen wir hier trotzdem noch, auch noch eine hin. Passt jetzt nicht so ganz. Ja, vor allen Dingen passt jetzt hier von der Lage her nicht so ganz. So. Und dann natürlich einen Lichtschalter. Machen wir hier hin. So, und jetzt probieren wir noch eins, weil das ist ja das Streamingzimmer. Da müssen wir noch eins machen, was ganz wichtig ist. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen... Ah, okay. So, das ist ganz wichtig. Trotzdem noch so hell hier. Okay, die Rollläden verdunkeln nicht wirklich was. Aber ihr wisst, die Rollläden sind im Streamingzimmer immer unten. Hier habe ich keine. Okay, dann Leute, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.